NDR 2 präsentiert. Frieser 1 an alle. Hier spricht Oberhausig. So, was war Thema? Ja, der da aus Flensburg hat seit dieser Woche ihr Fischlokal auf und fragt, Oma Rosi, können wir Gastwirte wieder auf dich zählen? Leute, ihr konntet schon immer auf mich zählen. Und gerade gestern Nachmittag habe ich also 16 Striche auf meinen Deckel fürs Bruttoinlandsprodukt beisteuern können. Ihr wart doch nur eine halbe Stunde im Biergarten. Er durfte ja aber auch nur jeden zweiten Tisch besetzen. Und gerade in diesen Zeiten ist der Kunde Rückgrat unserer freiheitlich-gastronomischen Grundordnung. Und alle, die zurzeit das Privileg genießen, einen Tisch abbekommen zu haben, sehe ich in einer besonderen Verantwortung. Wer jetzt nämlich mit Coupon-Gutschein um Ecke kommt oder sagt, wir möchten nichts trinken und teilen uns den Vorspeisenteller, ja. Arrivederci. Oma, also... Nee, also jetzt ist die Stunde der Gastgeberfreundlichkeit und ich bin gerne Schirmherrin und Gesicht der neuen Kampagne des Bundeswirtschaftsministeriums unter dem Motto halbe Tischzahl, doppelt saufen. Also, wenn Sie mich fragen. Und aber auch mit Essen. Also, ich wäre dabei, wenn du zahlst. Nee, also Gastronomie ist systemrelevant. Basta. Yeah. Und dafür haben wir gestern spontan ein Merkblatt mit einigen Eselsbrücken entworfen. Also, 2 Prosit der Gemütlichkeit. Machst mir in 4 Fächern. Darauf 2 Dijardin. Ja. Yeah. 14 Fässer Wein können uns nicht gefährlich sein. Wo sind die Deinhards? Ja. Yeah. Und wenn dir Gutes widerfährt, ist der 2 Asbach. Ja, ich hab's verstanden. Message angekommen. Ja, auf 2 Wein kann man nicht stehen. Hä? Naja, also, hinterher denn. Oma, das kannst du doch so nicht sagen. Nein, Omi macht nur Spaß.